Basinga, meine Freunde, und willkommen zu diesem Tutorial-Video, wo ich euch einfach mal zeigen möchte, wie ihr in zwei ganz einfachen Schritten den Launcher von Nvidia GeForce Experience fixen könnt, wenn dieses folgende Problem bei euch auftaucht, wenn diese Fehlermeldung bei euch zu sehen ist. Und zwar gehen wir dafür unten links in die Suchleiste, geben dort Dienste ein, möglichst nicht in Caps Lock, wie ich es gerade getan habe. Im Englischen Services, dann öffnet sich dieses Fenster. Wir scrollen runter bis auf N für Nvidia. Okay, Netzwerk fängt auch mit N an, aber wir wollen jetzt zu Nvidia. Gehen auf den Nvidia Display Container LS, führen den dazu mit Doppelklick aus und schauen, dass hier automatisch ausgewählt ist. Bei den meisten wird manuell drin sein, wir brauchen allerdings automatisch. Gehen dann auf Übernehmen und auf OK. Dann gehen wir in den Nvidia Telemetry Container, führen den dazu wieder mit Doppelklick aus, gucken auch hier, dass automatisch ausgewählt ist, drücken auf Übernehmen, gehen dann auf Anmelden und schauen, dass hier ganz wichtig lokales Systemkonto ausgewählt ist und hier unten kein Häkchen drin ist. Bei den meisten wird wahrscheinlich dieses Konto ausgewählt sein, aber wir benötigen lokales Systemkonto ohne Häkchen. Gehen dann auf Allgemein zurück und auf Übernehmen und drücken auf Starten. Dann schließen wir dies hier auch mit OK, schließen dieses Fenster und dann sollte Nvidia GeForce Experience bei euch wieder funktionieren. Wenn das Problem bei euch nicht gelöst ist, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Vielleicht kann ich da nochmal weiterhelfen. Würde mich freuen, wenn ihr das Video teilen würdet, weil ich hatte das Problem, nachdem ich das letzte Update gemacht habe. Und ich denke, da werden momentan viele Leute Probleme mit haben, mit dieser Fehlermeldung. Darum teilt das Video auf jeden Fall, damit so viele Leute das wie möglich gefixt kriegen. Und würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet, wenn es euch gefallen hat oder wenn es euch geholfen hat. Schreibt in die Kommentare, ob es euch geholfen hat oder nicht. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Haut rein und tschüss. Ganz egal ob Modern Warfare oder Black Ops, er kommt ins Spiel und gibt den Try-Hard an Headshots.